fast kein Wind, passt. Passt auf, ziehen frei. Akkorde freilassen, Druck auf die Bremse und gib Gas. Lauf, komm, große Schritte. Bleib laufbereit. Lauf, lauf, lauf. Super. Jetzt gleich nach rechts rüber. Komm nach rechts, Daniel. Genau, super. Ja, ganz gut. Bleib am Hang, bleib am Hang. Alles gut. Ein bisschen nach rechts noch. Bleib am Hang. Super so. Und jetzt mach deine Linkskurve. Komm links rüber. Genau, jetzt die Außenbremse wieder ein bisschen mehr. Noch ein Stück nach links, Richtung Karl. Und jetzt hast du einen schönen langen Endanflug. Und jetzt zieh durch. Super. Daniel, super, passt wunderbar. Beim Start schau, dass du immer laufbereit bleibst. Gell? Schirm wollte ich jetzt nicht abheben, weil wir wieder fast keinen Wind hatten, teilweise sogar leicht von hinten. Da ist umso wichtiger, dass ihr laufbereit bleibt. Das hast du aber gut gemacht. Und immer schaust, was das Gelände macht. Ja? Und in der Luft, glaube ich, fühlst du dich jetzt schon ein Stück wohler. Jetzt hast du ein bisschen Vertrauen zu dem Schirm entwickelt. Und das machen wir jetzt die nächsten zwei, drei Flüge genauso wieder und dann wirst du sehen, passt es am Ende des Tages. Druck auf die Bremse, mehr Druck auf die Bremse. Gut, so, jetzt nach links rüber. Jetzt kannst du nach rechts. Fangst den Schirm leicht ab, wenn er nach vorne nickt. Genau, super. Und jetzt hast du einen schönen langen Endanflug. Und ziehst durch. Super. Da siehst du, wie schön es geht, wenn man den Schirm ein bisschen absenkt davor. Wunderbar. Ja, der Startplatz, die Startplatzwahl war ideal. Es war jetzt hier sehr hügelig. Und umso wichtiger ist, dass du dann auch den Schirm kontrollierst, ihn anbremst. Und da hast du jetzt gesehen, hast schon relativ fest in die Eisen müssen. Ja, die Bremse tiefer ziehen müssen, dass er nicht nach vorne schießt. Aber hast gut hinbekommen. So, lass ihn kommen, A-Gurte frei, Druck auf die Bremse und gib Gas. Ein bisschen höher kannst du die Hände schon nehmen, so dass du halt deine Kappe schön spürst. Stück Richtung Bauernhof, dass du zur Wasserflasche kommst. Jetzt machst du einen U-Turn. Fang den Schirm ab. Okay. Jetzt lauf zur Wasserflasche. Nach rechts laufen, linke Hand tiefer und freigeben. Beide frei. Gas, komm, hoch mit dir. Ja, ich habe das jetzt, Karl, ehrlich gesagt, von hier oben ganz anders eingeschätzt mit der Höhe. Du warst wahrscheinlich relativ knapp über dem Hang schon. Aber da müsstest du ein bisschen selber schauen. Wir sehen das von hier oben kaum.